Sieh mal eine an. Die sind lauter. Sieh mal eine an. Bisonkacke. Wir müssen ja aufpassen. Hier sind immer noch überall Bisons. Aber warum wir anhalten ist... Tada! Yay! Geschafft. Wir haben es geschafft. Yay. Wir sind an der Grenze zum Yukon. Nein. Wir sind ja auch gleich wieder draußen. Das ist halt so die Strecke. Aber dann sind wir wieder drin. Das geht jetzt in einen Bogen rein und wieder raus und wieder rein. Ja, haben wir gut gemacht. Check. Ungefähr, ja, jetzt sind wir bei 900, bei 900 Kilometern jetzt auf dem Alaska Highway. Also die 1000 werden wir auf jeden Fall knacken. Und alles gut. Kein Reifen geplatzt. Kein Einbruch. Nichts, gar nichts. Alles. Keine Tierüberfälle. Alles cool. Weiter geht's. Yep. Aber jetzt steckt am Sand fest. Wir sind hoffnungslos verloren. Guten Morgen. Wir haben es gestern gut sein lassen. Und haben lieber eine Runde geschlafen. Es war dann schon irgendwann 10. Tja. Wir versuchen es jetzt nochmal eine Stunde, aus diesem Sand rauszukommen, nachdem wir endlich aus dem Schnee raus waren. Und wenn das nicht klappt, dann ja, müssen wir halt nach oben gehen und uns an die Straße stellen und mit dem Daumen zeigen. Ich habe echt mir gewünscht, dass das irgendein Traum ist, ein ganz schlechter Traum. Leider war es nicht der Fall. Egal, kriegen wir hin. Was soll ich sagen? Hat nicht geklappt. Wir müssen uns raussehen lassen, deswegen stehen wir jetzt hier mitten in der Butnik. Mit so einem Schild. Und können nur hoffen, dass jetzt jemand vorbeifährt. Aber ich glaube, schlimmer geht's nicht. Hilfe. Sieht nicht gesund aus. Auf Wiedersehen. Nein, auf nie wiedersehen.
Trip beginnen. Dawson City ist das Ziel. Goldgräberstadt. Jawohl. Und das bei schönstem Herbstwetter. Also Yuko, du zeigst dich nochmal von der schönsten Seite heute.